Hallo liebe Leute, ich begrüße euch wieder hier zur Gran Turismo Sport, diesmal die Mission Stufe 8, das sechste Rennen, dieses Langstreckenrennen, 15 Minuten. Ja, dieses Rennen geht genau 15 Minuten und ich zeige euch hier, wie ihr bei diesem Rennen die Goldmedaille schafft. Genau, die Goldmedaille, Platz 1, das zeige ich euch hier und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Jo, also, dann starten wir jetzt los hier. Als erstes, da habe ich nochmal eingeblendet, Stufe 8. Hier, die anderen Missionen habe ich schon hochgeladen auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dieses Mal geht es hier weiter mit der Stufe 8 hier, die sechste Mission. Dieses Langstreckenrennen hier 15 Minuten. Da könnt ihr aus der Garage, könnt ihr euch ein Fahrzeug auswählen der Gruppe 3. Da müsst ihr mal schauen, was ihr da so habt. Ich habe natürlich eine Empfehlung. Hier dieses Auto, diese Viper, Dodge Viper, diese würde ich euch empfehlen für dieses Rennen. Falls ihr das Auto noch nicht habt, könnt ihr es hier kaufen. Ihr geht hier, wo ihr Autos kauft, bei Amerika. Dann geht ihr auf Dodge, da einfach raufklicken. Genau. Und da seht ihr schon Showroom und da auch raufklicken. Und hier dieses vierte Fahrzeug. 450.000 kostet es. Ein Fahrzeug der Gruppe 3. Und auf jeden Fall für dieses Rennen empfehle ich euch auf jeden Fall ein Tipp von mir. Nimmt dieses Fahrzeug und dann hoffe ich, dass ihr die Goldmedaille hier den ersten Platz schafft bei diesen Langstreckenrennen. Hier 15 Minuten mit diesem super coolen Fahrzeug. Hier, da schauen wir mal, die Maximalgeschwindigkeit beträgt hier bei diesem Fahrzeug 7,9, Beschleunigung 5,6, Bremsen 4,1, Kurvenverhalten 4,1 und Stabilität 5,8. Auf jeden Fall ein gutes Fahrzeug hier für dieses Rennen. Ich empfehle euch, hier könnt ihr auch noch mal das Fahrzeug hochstufen. Da haben wir es, das Leistungslevel hier zack auf von 2 auf 3 noch. Dann habt ihr mehr Leistung mit diesem Fahrzeug. Ja, und hier rechts daneben, da wo die 1 steht, da könnt ihr auch noch das Gewicht reduzieren. Da machen wir einfach auf Stufe 2 und hier zack auf Stufe 3. Dann habt ihr das Fahrzeug schon mal getunt. Aber bei diesen Rennen eigentlich nicht so wichtig, weil hier Leistungsbalance ist auf gleichgestellt. Ich empfehle euch hier die Reifen. Könnt ihr harte Reifen nehmen? Aber zu den Reifen, da komme ich noch mal ganz kurz. Da habe ich noch mal ein paar Tipps. Hier könnt ihr leider keine weiteren Einstellungen vornehmen beim Getriebe und bei der Höchstgeschwindigkeit. Aber ist egal. Ihr schafft trotzdem hier die Goldmedaille. Auf jeden Fall. Hoffe ich doch. Hier beim Getriebe. Da empfehle ich, wie ihr fährt, müsst ihr selber wissen. Ich nehme hier Automatik. So, die Reifen. Ich würde euch empfehlen, bei diesem Fahrzeug und diesem Rennen, macht vorne und hinten auf Mittel. Die nutzen sich nicht so schnell ab wie die weichen Reifen. Die haben auch gut Grip. Die harten Reifen halten ein bisschen länger, haben aber weniger Grip. Aber ich würde euch empfehlen, hier Vorder- und Hinterreifen Mittel. Ja, als Tipp von mir, Traktionskontrolle. Auf jeden Fall, auf jeden Fall auf Null. Autopilot würde ich euch empfehlen, auch auf jeden Fall aus, Ideallinie aus. Bremseinzeige ist völlig egal. Bei meiner Taktik braucht ihr gar nicht bremsen, das ganze Rennen. Jo, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ohne Bremsen. Ja, hier ein Gegenlenkhilfe aus, zack, hier alles. Da könnt ihr alles so lassen. Hier die anderen Einstellungen, hier die drei Sachen hier. Controller, Drehmoment und Empfindlichkeit hier. Alles auf 5 würde ich euch empfehlen. Ja, und dann geht's jetzt los zum Rennen. Am Anfang hier meine Taktik: der Benzinverbrauch auf volle Kraft auf 1. Ihr startet auf den 14. Platz und jetzt passt mal auf in die erste Kurve, nicht bremsen. Genau hier in diese Ecke reinfahren. Genau, und dann kommt ihr richtig gut um die Kurve. Genau so müsst ihr die Kurve nehmen, jede Runde. Und dann solltet ihr hier im Idealfall schon das erste Fahrzeug hier überholen und dann gleich an das nächste Fahrzeug ran. Hier in den Windschatten, immer in den Windschatten bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Immer darauf achten, schön in den Windschatten, hier in dieser Kurve nicht bremsen, auf gar keinen Fall bremsen, nur ganz, ganz leicht vom Gas runtergehen.
Also wirklich nur ganz, ganz leicht und minimal. Wenn ihr da zu viel Gas wegnimmt in der Kurve, dann schafft ihr hier nicht den ersten Platz. So, und dann kommt wieder dieser besondere Trick. Einfach hier gegenknallen, ohne zu bremsen. Einfach Vollgas dagegen. Und da habt ihr schon die nächsten Fahrzeuge überholt. Jetzt befinden wir uns schon auf dem 10. Platz. Ja, das ging doch schon mal relativ schnell hier. Der Kraftstoffverbrauch auf jeden Fall die ganze Zeit auf 1 lassen hier am Anfang. Jo, dann hier wieder drauf achten in den Windschatten. Immer in den Windschatten bleiben bei dieser Kurve. Nicht bremsen, nur ganz, ganz leicht vom Gas gehen. Also nicht bremsen. Bei meiner Taktik hier braucht ihr im ganzen Rennen, die ganzen 15 Minuten, nicht ein einziges Mal die Bremse benutzen. Hier, in dieser Kurve jetzt wieder. Hier wieder schön, da müsst ihr sehen, so ranknallen. So kommt ihr richtig schön schnell um die Kurve rum. Und da sind wir auch schon auf den 8. Platz. Hier wieder in den Windschatten und vorbei. Den nächsten hier überholen. Genau, und so müsst ihr das immer machen. Bremsen, nein, ihr braucht nicht bremsen, immer darauf achten, auf den Windschatten und jetzt wieder in dieser Kurve auf gar keinen Fall bremsen, nur immer ganz minimal, ganz leicht vom Gas, da müsst ihr ein Gefühl für bekommen, wie leicht, aber nur ganz minimal hier, dass ihr so schnell wie möglich da um die Kurve kommt, das ist ganz, ganz wichtig bei der Kurve, sonst schafft ihr das hier nicht und jetzt wieder hier, da, zack, reinknallen, so und wieder rum. Ja, bei dieser Taktik werden natürlich die Reifen durch dieses an die Mauer da ranbrettern, werden natürlich die Reifen beansprucht. Deswegen hier auch die Reifen auf Mittel. Solltet ihr diese Taktik mit die weichen Reifen machen, würden die sich dabei viel, viel zu schnell abnutzen. Ihr könnt natürlich auch mit die harten Reifen fahren, die halten länger. Aber ich empfehle euch hier für dieses Rennen die Reifen vorne und hinten auf Mittel. Ja, und Traktionskontrolle natürlich auf 0, hatte ich ja schon erklärt. Jetzt wieder hier geradeaus, wieder da rein, nicht bremsen, immer Gas, immer Vollgas, die Bremse überhaupt nicht benutzen. Da in den Windschatten und da haben wir schon den nächsten überholt. Ja, wir sind jetzt Runde 5 und im Idealfall, wenn ihr das genauso macht, solltet ihr auch in der 5. Runde auf Platz 5 schon sein. Ja, so müsst ihr es hinkriegen. Runde 5, Platz 5. Dann habt ihr schon mal einen super Start hingelegt und den Sieg steht hier hoffentlich nichts mehr im Wege. Hier wieder, da vorne, wieder dieses Fahrzeug, wieder im Windschatten, die ganze Zeit im Windschatten fahren. Und jetzt hier wieder einfach hier Vollgas gegen, genau. Das müsst ihr ein bisschen üben, wie ihr da ranknallt. Das braucht ein bisschen Übung, aber das denke ich mal, das solltet ihr hinbekommen. Auf jeden Fall muss das in jeder Kurve richtig sitzen, dass ihr da richtig schön schnell um die Kurve kommt. Und da seht ihr schon das nächste Fahrzeug auch wieder hier im Windschatten. Da habt ihr dieses Fahrzeug auch schon überholt. Wir sind jetzt in der 6. Runde. Jetzt beginnt gleich die 7. Runde. Und wenn ihr hier, sag ich mal, auf den 4. Platz dann schon seid, dann seid ihr super im Rennen. Jetzt hier wieder schön da ranknallen, zack, rum, Vollgas, nicht bremsen, auf jeden Fall. Ich muss es immer wieder wiederholen, nicht bremsen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr da bremst, irgendwie noch großartig, dann schafft ihr hier höchstwahrscheinlich nicht den ersten Platz und nicht die Goldmedaille. Aber ihr wollt ja die Goldmedaille schaffen, also versuchen wir das hier wieder um diese Kurve. Wieder hier nicht bremsen, einfach nur ein klitzekleines bisschen vom Gas geben. Das ist die einzige Kurve, wo man ein bisschen vom Gas geben muss. Der Rest ist komplett hier Vollgas, genau. Und jetzt kommt wieder dieser Trick hier mit dagegenknallen, zack. Seht ihr das? Seht ihr das, wie jetzt, wie man wieder hier gut an die Fahrzeuge herankommt? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Trick, da in die Bande reinzuknallen. Dann kommt ihr immer wieder ein kleines Stück den Autos immer näher, immer, immer näher. Genau, ganz, ganz einfach, denke ich mal. Das solltet ihr doch schaffen. Hier wieder drauf achten, nur ganz leicht vom Gas geben.
und jetzt wieder hier schön in den Windschatten rein. Dann kommt ihr auch an die Fahrzeuge immer ran. Also auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr immer in Windschatten hier fährt. Genau, und jetzt hier, zack, wieder daran. Und jetzt seht ihr, da seid ihr wieder ein kleines Stück näher rangekommen an die Fahrzeuge. Wir befinden uns auf dem vierten Platz, müssen noch drei Fahrzeuge überholen. Ja, drei Fahrzeuge und dann haben wir hier schon den ersten Platz. Wir sind jetzt in der neunten Runde und auf den vierten Platz. Ja, auf jeden Fall, das passt so. Hier wieder vorsichtig nur vom Gas runtergehen und da vorne, jetzt beginnt die zehnte Runde und ich bin das ein paar Mal gefahren hier. Vorher habe ich es auf Silber geschafft. Diesmal zeige ich euch hier mein Rennen, das hier auf Gold. Im Idealfall solltet ihr in der 10. Runde hier nach dieser Kurve auf den ersten Platz schon sein. Also unbedingt merken, 10. Runde nach diesem Trick, wenn ihr da schon auf den ersten seid, dann habt ihr einen super guten Start hingelegt. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt schon auf den ersten Platz. Hier wieder drauf achten, ganz, ganz wichtig, nicht bremsen, nur ganz leicht vom Gas geben. Wenn ihr da bremst oder zu viel vom Gas gebt, dann müsst ihr nur ganz, ganz leicht. Sonst kostet euch das immer kostbare Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt hier wieder, zack, ran an die Bande. So, jetzt hier ein bisschen ran geschlittert. Das war jetzt natürlich nicht so gewollt, aber auch nicht schlimm. Und dann gleich hier wieder links rüber, damit ihr versucht, dass die anderen Fahrzeuge nicht euren Windschatten benutzen, weil sonst kommen die wieder zu schnell an euch ran und überholen euch vielleicht noch. Also schön darauf achten, dass ihr da so fährt, dass die nicht direkt hinter euch sind und euren Windschatten benutzen können. So, jetzt seid die Öffnung gefahren und jetzt geht's an die Box. Jetzt ganz wichtig, neue Reifen auf jeden Fall. Und jetzt achtet mal darauf, wie viel ich hier tanke. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da nicht zu viel oder zu wenig tankt. Das ist genau so abgestimmt, diese Taktik da. 9,3, habt ihr gesehen, 9,3, dann müsst ihr raus. Auf jeden Fall nicht weniger oder mehr tanken. Ich habe ein paar Taktiken probiert, aber mit dieser Taktik nach der 11. Runde Reifen wechseln und auf 9,3 Liter tanken, das sollte kein Problem sein. Jetzt sind wir allerdings durch den Boxenstopp hier ein bisschen nach hinten gerutscht, aber das ist gar kein Problem, weil der erste und der zweite, wie ihr da oben erkennen könnt, die sind jetzt gerade auch an der Box. Die fahren nämlich immer eine Runde später, also wenn man in der 11. in die Box geht, der erste, zweite hier, die fahren auf jeden Fall eine Runde später in der Box. Und auf jeden Fall, wenn ihr das gut hinkriegt und hier schnell durchkommt, dann solltet ihr hier wieder am Anfang von der 13. Runde wieder den ersten Platz halten können. Jo, auf jeden Fall, super. An die Box mit dem ersten Platz, dann rausfahren eine Runde und wieder den ersten Platz behalten. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr das so hinkriegt in der Taktik. Solltet ihr da irgendwie aus der Box rauskommen und hier weiter hinten sein, wird es schwierig, die anderen noch zu überholen. Es ist natürlich auch möglich, aber so, wenn ihr so das hinkriegt, dann sollte es kein Problem sein, hier den ersten Platz auch zu halten. Ja, und da sind wir auch schon in der 14. Runde, hier wieder da ranknallen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da könnt ihr sehr, sehr schnell um die Kurve brettern. Besser als wenn ihr da großartig bremst. Am Ende, es muss ja jeder selber entscheiden, wie er fahren möchte. Vielleicht wollt ihr da gar nicht daran knallen. Das ist euch überlassen. Es ist nur ein Tipp von mir, wie ihr das schaffen könnt. Und glaubt mir, ihr seht es ja hier, es ist mit dieser Taktik zu schaffen, hier den ersten Platz. Und am Ende bekommt er dafür auch noch die Goldmedaille. Ja, auf jeden Fall zum Spritverbrauch. Jetzt hier, wenn die 15. Runde beginnt, schaltet ihr bitte den Spritverbrauch auf 2.
Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich hätte ein bisschen mehr tanken können. Dann hätte ich auch mit 1 alles fahren können. Aber dann wäre ich da nicht jetzt auf den ersten Platz höchstwahrscheinlich. Weil dann würden die anderen vor mir fahren, weil ich zu lange an der Box war und so ein Blödsinn. Ja, auf jeden Fall eine gute Taktik. Also wenn ihr nach dem ersten Mal tanken rausfährt, dann bleibt ihr natürlich noch auf den Kraftstoffverbrauch 1. Aber wenn die 15. Runde anfängt, genau Runde 15, dann schaltet ihr einfach auf 2 und fährt so weiter. Jo, ihr müsst jetzt nur noch probieren, den ersten Platz hier zu halten. Hier wieder da ran. So, schnell rum. Ja, mit diesem Geschlitter, ja, kann mal passieren, nicht so schlimm. Und dann wieder hier links runter, damit die anderen nicht euren Windschatten hier benutzen. Sonst kommen die Fahrzeuge nämlich viel zu schnell ran und überholen euch vielleicht noch. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier den ersten Platz halten. Da seht ihr schon, das Fahrzeug ist ganz, ganz knapp hinter euch. Hier wieder vorsichtig, nur vom Gas runtergehen. Auf gar keinen Fall in dieser Kurve bremsen. Ganz, ganz wichtig, hatte ich schon mal erzählt. Aber auf jeden Fall bitte merken, diese Kurve nicht bremsen. Also im Endeffekt bei meiner Taktik müsst ihr hier gar nicht bremsen. So, und jetzt wieder hier schön ranknallen. Zack, rum. Genau, so war es perfekt. Genauso funktioniert das richtig gut. Und dann gewinnt ihr auch wieder gut Abstand. Ja, dann sind wir jetzt schon auf Runde 17 hier. In der Runde 17, genau. Der Kraftstoffverbrauch ist immer noch auf 2. So, jetzt kommt wieder diese Kurve, wo ihr nur ganz leicht vom Gas gehen. Genau, nur ganz leicht vom Gas runter. So, und jetzt hier wieder Vollgas durch. Dann beginnt schon die 18. Runde und da seht ihr auch die Zeit. Ja, die Zeit, noch 2 Minuten 20. So, jetzt in der 18. Runde würde ich euch empfehlen, den Kraftstoffverbrauch nochmal zu verändern auf Stufe 3. Ja, habt ihr euch gemerkt, am Anfang auf 1, dann geht ihr in der 11. Runde an die Box, fährt weiter wieder mit Kraftstoffverbrauch 1, tankt an der Box 9,3 Liter und in der 15. Runde stellt ihr das auf 2. Und jetzt hier in der 18. Runde stellt ihr es auf 3. Ja, genau. So müsst ihr das machen und dann sollte das hier auch funktionieren für die Goldmedaille. So, jetzt beginnt Runde 19. Hier wieder ranknallen. Schön schnell hier versuchen, um die Kurve zu kommen. Hier wieder nach links fahren, damit die anderen Fahrzeuge euren Windschatten nicht benutzen. Da seht ihr, der fährt da an der Seite. Dann habt ihr den nicht direkt hinter euch in den Windschatten. So, diese Kurve auch wieder hier schön innen fahren. Jetzt kommt diese Kurve, wo man nicht bremsen muss. Da wird zwar immer angezeigt, Bremsanzeige, ist aber völliger Blödsinn. Nur ganz leicht vom Gas runtergehen. Das reicht und dann wieder schön rausbeschleunigen. Jo, so soll das klappen. Da sind wir auch schon in Runde 20. Und jetzt seht ihr, da überholen die mich. Also jetzt Runde 20, könnt ihr nochmal auf 1 stellen, hier den Kraftstoffverbrauch nochmal auf 1, gerade so, wenn die Fahrzeuge auch wieder rankommen, so, dann habt ihr nämlich wieder mehr Kraft und mehr Power. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich den Kraftstoffverbrauch hier wieder auf 1 gestellt und jetzt haben wir noch 30 Sekunden hier. Jo, jetzt kommt wieder hier diese Kurve. Auf jeden Fall hier nur ganz leicht vom Gas. Ich muss immer wieder sagen, sonst schafft ihr das nicht. Nur ganz leicht, auf keinen Fall bremsen. Und geradeaus weiter. Jetzt sehe ich, die anderen Fahrzeuge sind ja ein bisschen weg. Dann habe ich wieder auf hier auf 2 gestellt jetzt, um wieder mehr, also nicht zu viel zu verbrauchen. So, zack. Da seht ihr jetzt, die Zeit ist jetzt gleich abgelaufen. 1, 0, zack. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt steht da oben letzte Runde, genau, letzte Runde. Ich sehe, der hinter mir ist eine Minute, nein Quatsch, eine Minute wäre gut, ja. Eine Sekunde ist er hinter mir, habe ich den Kraftstoffverbrauch kurz mal auf 3, aber jetzt sehe ich, hier haben wir es ja gleich geschafft, also nochmal auf 1 hier, so dass hier das reicht, durch die Ziellinie durch,
Ja, da müsst ihr auf jeden Fall mit dem Kraftstoffverbrauch aufpassen. Nicht, dass euch der Sprit alle geht und dann war's das. Jo! Und so habt ihr die Goldmedaille hier bei diesem Rennen. Ja, ich hoffe, die Taktik hat euch gefallen und ihr versucht es, so auch hier die Goldmedaille zu schaffen bei diesem 15-Minuten-Rennen. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hier und ein Abo. Ich würde mich freuen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Okay, ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao. Bis dann und Vollgas bei Gran Turismo.